Man war etwas distanzierter in Bezug auf die Frauen. Die Männer duzen nicht grundsätzlich, aber zu den Frauen der Mitglieder war das mit dem Du immer so ein bisschen andere Sache. Es entstand dann auch leicht so, wie in dem Bereich, das oft ist, so Eifersüchteleien, war, das wird es überall geben. Deswegen war ich eigentlich persönlich immer sehr distanziert zu den Frauen anderer. Wenn die Frauen sehr gute Bekanntschaften hatten, wir ja zu Mitgliedern, dann kam auch das Du zur Frau manchmal raus. Aber dann auch nicht immer. Man hat die Frau also immer ein bisschen beachtet und nicht so sehr in er verfällt auch leicht in einen Jargon und eine Sprachweise, die dem weiblichen Geschlecht der Ehre halber auch, der Ehren des weiblichen Geschlechts abträglich ist. Äußerst abträglich ist. Außerdem haben sich auch unsere Frauen hier im Verein sehr vernünftig verhalten. Anmacherei gab es selbstverständlich auch, aber das hängt ja von den Frauen auch ab, wie sie sich dann verhalten, nicht? Das ist ja auch klar. Aber es war unmöglich gewesen, möchte ich sagen, mit einer fremden Frau allein zu segeln. Das war an sie nicht gern gesehen, es wurde auch möglichst vermieden, da kam der Ehemann mit, selbstverständlich. Und es war auch zur ersten Zeit absolut unmöglich gewesen, dass die Kutterbesatzschaft mit Mädchen war, gemischt. Das lag aber wohl auch in der Zeit, vielleicht waren die Vorurteile auch unbegründet, aber jedenfalls hat dieses damalige Klima war für lange Zeit konstant. Man konnte also, es war nicht so sehr mit Gefahren behaftet. Nicht? Denn die Ehen haben ja viel, viel länger im Durchschnitt gehalten. Es musste auch einen Grund gehabt haben. Nicht? Also Scheidung kam ja selten vor. Und Scheidung hier im Seglerverein, ich kenne eine, die wird derartig viel Aufregung erlebt, erreicht. Die eine einzige Scheidung, um Gottes Willen. Wie kann man sich scheiden lassen? Das darf doch nicht sein, wenn man Kinder hat. Das ist ja heute, das ist ja viel großzügiger gehandhabt. Ob es richtig oder falsch, kann nur eine Generation nach uns entscheiden. Wir selber nie. Ich halte es für nicht opportun, nicht günstig, auch nicht wünschenswert. Ich sehe auch keine Notwendigkeit ein. Denn je größere Achtung zwischen den Menschen herrscht, desto besser und sicher ist das Leben. Und je mehr die Achtung voreinander zusammenbricht, desto unsicher wird unser Leben. Man kann zwar das Segelboot kaufen, man kann die Einstellung zum Segelsport nicht kaufen, das Verhalten in einer Gemeinschaft von Menschen auch nicht. Und das kann man alles sich nicht kaufen. Und meine Beobachtung ist, dass eigentlich Leute, die über 40 Jahren, kenne ich kaum eine Person, die es noch geschafft hat, ein Segler zu werden, im Sinne des Seglers. Der Segler wird nie ein Autofahrer werden. Ich habe nur ein einziges Mal bei einem ganz kleinen Verletzung, die ich einem anderen beigebracht habe, das Verhalten des Gegenübers als Autofahrercharakter gehabt. In allen Fällen, wo es manchmal schief oder halb schief ging oder wenig schief ging, habe ich immer ein kameradschaftliches Verhalten des anderen noch beobachten können. Das war sehr, sehr beruhigend. Das heißt, keiner hat diese Verletzung gewollt oder die Berührung. Jedem ist die Sache äußerst unangenehm und jeder ist bereit, den anderen von dieser Situation oder dieser hässlichen Sache möglichst unberührt zu lassen und helfen, mitzuhelfen. Also Verletzung meint auch Beleidigung oder was auch immer. Nein, ich nehme an, in diesem Fall äußerliche Berührung von Schiffen. Ach so, ja. Beleidigung, das muss ja jeder selbst wissen, ob er einen anderen beleidigt oder nicht. Okay. Aber zum Beispiel beim Autounfall ist es ja meist so, man kommt mit einem anderen zusammen. Entweder kommt er wütend rausgerannt und schimpft einen fürchterlich aus, ganz normal, verständlich. Und wenn er denn aber zur Ruhe kommt, ist auch alles in Ordnung. Nenne ich ein noch normales Verhalten. Und ein Segler ist es aber in allen Fällen eigentlich immer so, dass einer dem anderen noch helfen will. So war es eigentlich immer. Wenn einer die Kentern im Wasser liegt, dann fährt man nicht einfach vorbei.
Dann sieht man zu, dass man in der Nähe ankert oder ihm helfen will oder wo die Klamotten wahrnimmt. Man lässt sie doch nicht einfach im Wasser schwimmen. Das macht man doch nicht. Beim Autofahren ist es längst üblich, dass man im stehenden Wagen glatt vorbeifährt an der Autobahn ganz wohl. Ich mache es selber. Es ist schlimm, dass es so ist. Ach, da kommt ja der ADAC, der wird das schon machen. Und das ist eigentlich so eine Sache, die im Wassersport, Gottlob, noch nicht üblich ist. Wo ich auch bei mir noch nicht entdecken kann, dass ich da in die neue Richtung schon tendiere. Sondern für ist immer noch, mich ärgert immer noch, wenn einer mit seinem Motor nicht klarkommt oder wenn Außenborder nicht anspringt. Obgleich ich auch sage, naja, du kannst ihn ja auch mal in Ordnung halten. Nicht? Aber im Großen und Ganzen ärgert mich das noch und meist kann ich auch helfend noch einwirken, da noch ein bisschen helfen. Oder mit der Elektrik oder irgendwas. Ich halte es als selbstverständlich, dass man dem Wassersportler nicht sich anbietet unbedingt. Das habe ich festgestellt, dass das so aussieht, als ob man einen Backschisch erhaschen will. Das mache ich nicht mehr. Also das habe ich mir abgewöhnt. Ja, das sieht dumm aus, ich brauche vielleicht 100 Mark, also helfe ich ihm. Nee, das nicht. Also die Hilfe muss immer kommen, spontan, ohne Zielsetzung. Und der andere darf auch die Vermutung gar nicht erst haben, dass man darauf aus ist.